So, ich bin auf dem Weg hier zurück Richtung Husum. Hier ist der Windpark Dagebühl, woanders ja, glaube ich. Wo Senbion standen, hier habe ich auch mal eine Nacht verbracht mit dem Camper, das weiß ich noch. Ja, das war sehr schön. Und hier stehen jetzt die, oh, was waren das, 150 oder 136 Vestas? Ich weiß es ja nicht mehr so genau. Ich muss mal gleich gucken, also verzeiht mir. Ist einfach zu viel und ja, ich merke mir das leider nicht alles. Das ist halt doof. Ich wäre gerne super prayen so, dass ich alles merken kann, aber leider nicht. Ist mir nicht möglich, deswegen gucke ich einfach nach. Ich meine, ich hätte ja vorher gucken können und dann einfach auf cool tun und sagen können, hier, das und das. Ah ja, siehst du, dann sind das die 136er, genau, mit den 82 Meter Turm, die jetzt dazu kamen, das weiß ich noch. Da hat man Klube 2, die errichtet wurden noch, ne? Mensch, halt die Klappe. Ja. Cool. Jetzt sehen wir noch die kleinen Dinger hier. Das ist geil. Schön, schöner Windpark. Ja. Waren das alles 136er? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube ja. Verschiedene Namenhöhen halt, ne? Und wo ich mal hier war, da hatten sie gerade, waren die im Bau. Jetzt halt die Klappe, du. Du. Osterdeich bin ich jetzt. Ich bin jetzt hier auf dem Osterdeich. Wollen wir mal sehen, ob ich die Kaninchen sehe hier. Die Häschen. Häschen. Ja. Das sieht schon cool aus hier. Geiler Park. Vor allem nochmal den Senbion dazwischen. Sehr schön. Ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt noch rankomme. Hier sind jetzt die Bahnschienen. Das ist natürlich doof, wa? Ja, ich muss mal weiter wegführen. Ich kann ja mal hier kurz anhalten und dann vielleicht fliege ich mal mit der Drohne und gucke, google mal, ob hier die Daten noch so stimmen. Das machen wir mal kurz. Hier kann man ja mal parken. Ganz die Schmeide. Hier ist ja nicht los. Ja, das passt hier. Das passt. Machen wir aus die Kiste. Scheibe runter. Oh, Gurt hoch. Abschneiden. Handbremse ziehen. So, da ist er. Cool. Wie in Ostenfeld hier, die Anlagen, die da stehen. Das waren meine ersten. Da habe ich auch gestaunt. Boah, geil. Die 136er auf so wenig Namenhöhe. Perfekt. Ja, wie viel haben wir jetzt von den 136ern? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Und Senbion waren es 1, 2, 3, 4 hier in diesem Park. Ja, wie gesagt, einer unter einer, also nicht unter einer, sondern hier im Park habe ich einfach eine Nacht verbracht, sozusagen. 3, 4, M, 104 sind das. Okay. Ja, ich google mal kurz, vielleicht kann ich noch ein bisschen was erzählen dazu. Genau, wir haben fünfmal die Vestas von 36 mit 4200 kW waren das. Also die großen waren auch 136er. Dann sind die anderen auch 136er, die da stehen noch. Ich denke mal auch dieselbe Leistung. Und dann die fünfmal Senbion und 34 M104. Fünf Stück sind es. Aber ich habe von 1, 2, 3, 4. Ich sehe nur 4. Warum habe ich einen 5 reingemacht? Oder haben die eine weggerissen schon? Ich weiß es ist nicht. 3, 4 Stück sehe ich jetzt hier noch. Ach, da hinten, guck mal, da ist noch einer. Also 5. Okay, das stimmt. Da ja, stimmt das vorne mal. Da steht die Vestas V27 mit 225 kW. Jawohl. Eine V27 ist das. Okay, haben wir das auch. Sehr schön. Ja, schöner Park, ne? Mensch, damals, ey, die Wense, oder Senbion, nicht Wenses, die Senbion, wo da oben drauf bist, da denkst du riesen Latschen an Flügeln, so, ne? Und dann siehst du ja, was noch möglich ist, so. Ist schon enorm. Gigantisch. Ja. Dann hat die Wense ist Quatsch, die, oh mein Gott, was habe ich mit Wense jetzt? Die Vestas hier mit ihrer kleinen Namenhöhe ist schon heftig. Ah, ich glaube, ich werde jetzt hier nicht fliegen.
Habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust. Ich bin hier, glaube ich, schon mal geflogen, ja. Da standen die großen Vestas noch nicht hier, die 136er. Oder bin ich hier schon mal geflogen? Ich weiß es nicht genau. Ist ja auch real. Auf jeden Fall, wo ich hier gepennt habe, hatten sie gerade gebaut. Die beiden hier. Auf ihrer kleinen Namenhöhe. So, hier noch Isabel, ich mach weiter. Ich will nach Husum noch, ne? Heute ist der letzte Tag hier oben und dann jetzt in die Heimat wieder. Dann ist es vorbei, der schöne Ausflug hier. Ja, so schnell vergeht eine Woche. Rucki sucki. Aber ich habe hier noch Material und ja, es wird eine Weile dauern, ehe das alles online kommt. So, hier seht ihr es nochmal von vorne, Frontansicht. Schon cool aus. Den Wolken noch dazu, einwandfrei. So, das ist ein schönes Bild da. Ich will mal ein Foto machen. Geil. Was für Latschen, wa? Herrlich. Im Vergleich zur Senvion. Ach, guck mal, hier ist die Kleine. Die kleine Süße. Die V27. Da ist sie. Kann man hier hinterfahren? Ja. Ich kann ja mal gucken, ob die registriert ist. Mal schauen.